Ich möchte eine Durchsage machen. Ich bitte den Herrn Sund oben auf der Empore, das Schild, wenn Sie jetzt einzustellen, dass ich meine Genehmigung vom Verband vor, die hätte vorher vor Kampfgebiet eingehoben werden müssen. So die liegt nicht vor. Also bitte stellen Sie das Schild mit ein. Dann bin ich weiter, Herr Ludwig zum Richterbild. Nimm den! Ey, warum packt ihr den, Alter? Nächste Kampf, Mann, mit dem Mannschaft. Ja, Adrenalin, ja. Ich feier meinen Kleiner, ja? Ja, also wie, weißt du noch? Ja, Mann! Ja, Mann! Genau so, Bruder! Gib den! Ja, raus, raus, raus! Meine Rechte! Ja, genau so! Bitten, weder Videos noch Fotos zu machen. Von dem Herrn Franke. Er persönlich? Ja. Weil er hatte vorhin angekündigt, dass der Verband das gesagt hat. Er hat mich gerade gebeten, dass ich Ihnen das sage. Ich weiß nicht, vor wem er es hat. Nur er kann natürlich jetzt nicht davon bringen, aufstehen. Ja, nee, das ist logisch. Aber ich habe Erich Drege gefragt, der NRWV und der Nordrhein-Westfalen-Verband hat kein Ausspruch gemacht, dass hier ich persönlich nicht filmen darf oder fotografieren darf. Das sollte schriftlich erfolgen, was ja auch der Boxring Hilden gemacht hat mit dem Hallenverbot. Es wundert mich, ich meine, ich werde das einstellen, und es wundert mich, dass das so inoffiziell gemacht wird. Dazu kann ich Ihnen relativ wenig sagen. Das kommt aber alles bei YouTube mit rein. Und dann lassen Sie es. Und noch mal eine andere Frage, noch eine andere. Ich filme nicht in meinem Namen, sondern im Namen. Moment, das ist eine persönliche Sache gewesen. Ich habe den Trainer von Boxring Essen gefragt, ob ich seinen Mann für ihn filmen soll. Hat er ja gesagt. Folgedessen, ich filme für den Boxring Essen. Ist da auch ein Verbot erteilt worden? Das kann ich Ihnen relativ wenig. Das ist ja das Interessante dabei. Aber der Kampf ist